Was macht eigentlich Sinan Kurt? Er galt als eines der größten deutschen Talente der letzten Jahre, wechselte mit 18 zum FC Bayern, doch ist dann komplett abgestürzt. Das macht er heute. Sinan Georg Kurt wurde am 23. Juli 1996 in Mönchengladbach geboren. Seine ersten Berührungspunkte mit dem Fußball hatte er beim SV Dor 07. In der Jugend spielte er außerdem noch für den Reiter SV, bevor er im Alter von 11 Jahren in die Jugendabteilung von Borussia Mönchengladbach wechselte. Bei den Fohlen durchlief er innerhalb von 7 Jahren sämtliche Jugendmannschaften und kam unter anderem für die U17 und U19 in 93 Spielen auf 54 Tore und 24 Vorlagen. Der Flügelspieler durfte daraufhin bei den Profis mittrainieren und debütierte mit 17 Jahren für die zweite Mannschaft von Gladbach. Kurt wurde nebenbei noch zum Jugendnationalspieler. Er spielte ab der U15 bis zur U19 für alle U-Nationalmannschaften und erzielte dort 6 Tore in 25 Länderspielen. Zu einem A-Länderspiel kam es nicht. Zu diesem Zeitpunkt galt er als eines der größten Nachwuchstalente des deutschen Fußballs. Daraufhin sollte er in der Saison 2014-15 fester Bestandteil des Profikaders werden. Kurt fiel vor allem durch seine Übersicht auf. Er war ein mannschaftsdienlicher Flügelspieler, der den Kopf für seine Mitspieler immer oben hatte und durch Pässe in die Schnittstelle für Gefahr sorgen konnte. Dazu war er gut am Ball, schnell und wendig und stark im 1 gegen 1. Diese Faktoren, die ihn während seiner überragenden Jugendzeit ausgemacht hatten, konnte er im Profibereich bislang noch nicht auf den Platz bringen. Die Anlagen und das Talent waren und sind sicherlich hervorragend, allerdings fehlte es ihm immer wieder an seiner Einstellung. Der FC Bayern München hatte aber ebenfalls ein Auge auf den mittlerweile 17-Jährigen geworfen. Dem Angebot der Bayern konnte Kurt nicht widerstehen und so wechselte er für insgesamt 3 Millionen Euro nach München, wo er mit einem 4-Jahres-Vertrag bis 2018 ausgestattet wurde. Der Wechsel war gezeichnet von Drama. Es endete in einem Streik in der letzten Woche des Transferfensters und der damalige Gladbach-Sportdirektor Max Eberl warf dem Ex-Bayern-Sportvorstand Matthias Sammer vor, geheime Absprachen mit Kurt getroffen zu haben und ohne das Wissen der Fohlen den Youngster kontaktiert zu haben. Mit seinem Wechsel zum deutschen Rekordmeister, der 2014 erst am Deadline-Day über die Bühne ging, löste Kurt einen regelrechten Shitstorm auf seinen Social-Media-Kanälen aus. Bei den Bayern spielte der Mittelfeldspieler in seiner ersten Saison fast ausschließlich für die A-Jugend. Dazu kam er in einem Regionalligaspiel der zweiten Mannschaft zum Einsatz. Nachdem er zum Ende der Saison schon ein paar Mal bei den Profis auf der Bank saß, feierte Sinan Kurt am 25. April 2015 unter Trainer Pep Guardiola als Einwechselspieler sein Bundesliga-Debüt. Am Ende der Saison gewann Kurt mit den Bayern die deutsche Meisterschaft. Seinen ersten Treffer für die Bayern konnte er dann Mitte August erzielen, allerdings nur für die zweite Mannschaft des Rekordmeisters, für die der Mittelfeldmann in der Folgesaison ausschließlich zum Einsatz kam. Nachdem Kurt nicht für den Champions-League-Kader berücksichtigt wurde, war das Kapitel FC Bayern für den jungen Mittelfeldspieler zur Rückrunde der Saison 2015-16 beendet. Bayern-Sportvorstand Matthias Sammer sagte damals über ihn, Sinan hat das Problem, dass ihm in der Jugend schon alle gesagt haben, was für ein super Spieler er ist. Für die Bayern war es ein ordentliches Minusgeschäft. Gerade einmal 500.000 Euro brachte der Wechsel des Mittelfeldspielers zu Hertha BSC noch ein. Bis Saisonende spielte Kurt für die zweite Mannschaft der Berliner und konnte dort in der Regionalliga 6 Einsätze verbuchen und dabei einen Treffer erzielen. Auch in der nächsten Saison kam Kurt in der Bundesliga nicht so richtig an. Er konnte sich zu keinem Zeitpunkt im Kader der Hertha etablieren und wurde fast ausschließlich in der Reserve eingesetzt. Der Mittelfeldspieler kam bis zur Winterpause lediglich auf 2 Kurzeinsätze in der Bundesliga. Im Trainingslager zog er sich zudem noch eine Verletzung am Sprunggelenk zu und fiel bis Ende März 2017 aus. Bis Saisonende kam Kurt zu keinem Einsatz mehr. In der Vorbereitung zur Saison 2017-18 wurde Kurt dann von Trainer Dardai erneut heftig kritisiert. Immer wieder standen seine Mentalität und seine fehlende Motivation zur Debatte. Zudem hatte er immer wieder mit seiner Fitness zu kämpfen. Im Januar 2018 wurde der Mittelfeldspieler eine Weile aus dem Mannschaftstraining genommen, um im Individualtraining seine körperlichen Defizite gegenüber dem Rest der Mannschaft aufzuholen. In dieser Saison wurde Kurt erneut nur in der zweiten Mannschaft eingesetzt. Dabei steuerte er in 21 Einsätzen einen Treffer bei. Im Juli 2018 wurde das Talent von Trainer Pal Dardai aufgrund mangelnder Leistung aus dem Profikader gestrichen. Nach 7 Regionalliga-Einsätzen für die zweite Mannschaft wechselte das einstige Wunderkind im Februar in die österreichische zweite Liga zur WSG Wattens. Dort spielte Kurt in der Rückrunde 13 Mal, wovon er 5 Mal in der Startformation stand. Dabei konnte er allerdings nur ein Tor erzielen.
Er stieg trotzdem mit der WSG als Meister in die erste Liga auf. Allerdings musste er den Verein danach verlassen, da er laut Vereinsaussagen unter die Ausländerregel fiel und die WSG so um viel Geld gebracht hätte. Jedoch konnte Kurt hier erstmals einen positiven Eindruck hinterlassen. Der WSG-Manager sagte über ihn: "Ich kann von dem Jungen nur das Beste sagen, er hat null Star-Allüren gehabt, er ist ein toller Mensch." Nach dem kurzen Intermezzo in Österreich war Kurt erstmal vereinslos und das über ein Jahr lang. Im September 2020 sicherte sich der Regionalliga-Aufsteiger SV Strehlen die Dienste des ehemaligen Top-Talents, ein Verein nahe seiner Heimatstadt Mönchengladbach. Dort gehörte der Mittelfeldspieler zu den Top-Verdienern und zahlte dies anfänglich auch mit guten Leistungen zurück. Nach den ersten 7 Ligaspielen, welche er alle von Beginn an absolvierte, verletzte sich Kurt und fiel aus. Mit der Begründung, Kurt habe zwar nicht angeeckt, hätte aber auch nicht den Zusammenhalt im Team gestärkt, beendete der SV Strehlen die Zusammenarbeit bereits im Januar 2021 wieder. Daraufhin schloss sich der Mittelfeldspieler dem slowakischen Erstligisten FC Nitra an. Bis zum Ende der Saison kam Kurt auf 13 Ligaeinsätze und stieg mit dem Verein als Tabellenletzter in die zweite Liga ab. Wegen ausbleibender Gehaltszahlungen löste Kurt seinen Vertrag am Saisonende einseitig auf. Somit war das einstige Jahrhunderttalent erneut vereinslos. Nach 1,5 Jahren ohne Verein heuerte Kurt im Januar 2023 beim türkischen Viertligisten Karaman FK an. Der Club gab bei der Vorstellung von Kurt das Ziel an, langfristig in der Super League, der ersten türkischen Liga, landen zu wollen. Ob das mit Kurt gelingt, bleibt jedoch abzuwarten. Was sagt ihr zum Absturz von Sinan Kurt? Kann er den türkischen Karaman FK nach oben führen und wieder zur Stärke aus seinen Jugendzeiten zurückfinden? Schreibt es in die Kommentare und vergesst nicht, das Video zu liken und den Sport1-Kanal zu abonnieren.